Nachdem es zunächst biologisch war, wird es jetzt sehr chemisch. Ich bin die Vertreterin der medizinischen Chemie und ich spreche auch im Namen meiner Kollegen. Wir entwickeln kleine Moleküle, Wirkstoffmoleküle, wie wir sie auch schon gesehen haben bei Herrn Dr. Wild in seinem Vortrag. Also kleine Moleküle, die dann tatsächlich als Arzneistoffe oder als Wirkstoffe eingesetzt werden. Ja, ich möchte etwas weiter ausholen, um Ihnen darzustellen, warum wir uns mit diesen kleinen Molekülen beschäftigen. Wir wissen alle, dass im Jahre 2000 das humane Genom sequenziert worden ist und mit dieser Sequenzierung hat sich die Anzahl der potenziellen Drug Targets, also der Zielstrukturen für Arzneistoffe, dramatisch erhöht. Wenn man zum Beispiel nur hier die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren anschaut, das ist ein Beispiel, der P2Y2-Rezeptor, mit dem wir uns in der Arbeitsgruppe beschäftigen, dann sieht man, dass es 800 humane G-Protein-gekoppelte Rezeptoren gibt, bei der Analyse des humanen Genoms festgestellt, aufgrund von Sequenzvergleichen. Allerdings werden heute nur etwa 40, 50 G-Protein-gekoppelte Rezeptoren durch Arzneistoffe adressiert. Das ist die wichtigste Gruppe von Zielstrukturen für Arzneistoffe heutzutage. Ja, also die Anzahl der Drug-Targets wird sich erhöhen. Es wird auch, wie wir gerade gehört haben, im Vortrag von Herrn Zimmer sehr viel komplexer. Man muss sicher nicht nur ein Drug-Target anschauen, sondern vielleicht eine Kombination von Drug-Targets, speziell bei komplexen Erkrankungen wie ZNS-Erkrankungen berücksichtigen. Und letztendlich bedeutet das, dass die Pharmakologie, die Pharmakotherapie und natürlich gleichzeitig auch die Diagnostik in der Medizin dramatisch an Bedeutung gewinnen wird. Und deshalb auch ein Grund für die Gründung dieses Pharmazentrums. Es wird sehr viel mehr verschiedene Strategien geben für die Behandlung verschiedener Erkrankungen und die Komplexität wird mit Sicherheit steigen. Wir brauchen auch Fachleute, die das alles noch überblicken und durchschauen. Und hinzu kommt noch, und das haben auch mehrere Sprecher heute schon angesprochen, die individualisierten Therapien. Das heißt, man betrachtet den einzelnen Menschen und versucht vielleicht für eine kleine Gruppe von Menschen, die eine bestimmte Krankheit haben, ein Arzneimittel zu entwickeln und nicht für den Menschen insgesamt, den es ja nicht gibt. Ich habe hier eine Statistik der Arzneistoffzulassungen, neue Arzneistoffe in Deutschland in den Jahren 97 bis 2007, also in den letzten 10 Jahren. Wenn man noch etwas weiter zurückgehen würde, würde es hier noch stärker ansteigen. Und ich habe das mal unterteilt, das ist auch schon von Herrn Privatdozent Dr. Enzmann angesprochen worden. Wir haben einmal Chemicals, also kleine Moleküle, und wir haben Biologicals, biotechnologisch hergestellte Moleküle. Und wir sehen hier bei den Chemicals hier eine starke Abnahme, eine deutliche Abnahme. Pro Jahr werden im Moment in Deutschland nur etwa 15 bis 20 neue Arzneistoffe zugelassen. Also vor über 10 Jahren waren es noch 40 und vor 15 Jahren vielleicht 60 pro Jahr. Also ein Abwärtstrend und das steht in krassem Gegensatz zu den Mitteln, die investiert werden, auch von der Pharmaindustrie, in die Entwicklung neuer Arzneistoffe. Auch das haben wir schon gehört. Auf der anderen Seite hat man ja große Hoffnungen in die biotechnologisch hergestellten Arzneistoffe gesetzt und man sieht ja, dass es hier so schwankt. Es gibt natürlich Zulassungen, viele werden auch relativ schnell nach der Zulassung wieder zurückgezogen, weil es dann doch Probleme gibt mit diesen neuen Arzneistoffen. Und Sie sehen, es ist eigentlich auf relativ niedrigem Niveau. Also das steht in krassem Widerspruch zu dem, was ich gerade eben gezeigt habe. Viele, viele neue Drug-Targets, eigentlich Möglichkeiten, neue Arzneistoffe zu entwickeln. Aber die Realität sieht anders aus. Und das hängt sicher natürlich auch damit zusammen, dass es sehr lange dauert. Also hier war das humane Genomprojekt abgeschlossen. Und 7 Jahre reicht natürlich nicht aus, um ein Arzneimittel zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Es dauert im Durchschnitt 10 bis 15 Jahre. Das heißt, wir hoffen, dass es hier hinten dann wieder aufwärts geht in der Zukunft. Das sind die Daten für die USA, da sieht es genau gleich aus. Also kleine Moleküle nehmen ab, Biomolecules bleiben
ungefähr auf der gleichen Höhe, schwanken ein bisschen. Und deshalb sind auch viele Biotech-Companies dazu übergegangen, nicht mehr nur biotechnologisch hergestellte Arzneimittel zu entwickeln, sondern kleine Moleküle zusätzlich zu entwickeln oder sogar ausschließlich kleine Moleküle zu entwickeln. Das ideale Arzneimittel ist nach wie vor ein kleines Molekül, das man in Form einer Tablette oder eines Trachees oder einer Kapsel verarbeiten und peroral applizieren kann. Das ist die Mehrzahl, das ist eigentlich das Ideal eines Arzneistoffs. Ja, deshalb beschäftigen wir uns mit diesen kleinen Molekülen, die natürlich bestimmte Eigenschaften haben müssen, vor allem wenn man sie, wie gewünscht, peroral applizieren kann. Und sie müssen also eine gewisse Löslichkeit haben. Wir entwickeln Verbindungen, die auch eine gewisse Selektivität natürlich für ein bestimmtes Target, für eine bestimmte Zielstruktur aufweisen. Und solche kleinen Moleküle stellen wir her als pharmakologische Werkzeuge, damit zum Beispiel Herr Zimmer Untersuchungen durchführen kann mit diesen kleinen Molekülen, um seine Hypothesen vielleicht zu belegen. Sie werden als biologische Werkzeuge benötigt. Heute ist ja der Begriff Chemical Biology in aller Munde. Solche kleinen Moleküle haben in den letzten Jahren in der Forschung einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren, weil man solche kleinen Moleküle benötigt, um Knockout-Ansätze, Knockout-Mäuse sind ja auch nicht alles, und man kann das auch zum Teil gar nicht kontrollieren, was durch einen Knockout in dem Tier alles passiert. Also um solche Ansätze, Knockout- oder Knockdown-Strategien mit siRNA, um die zu ergänzen und zu bestätigen mit kleinen Molekülen, mit selektiven kleinen Molekülen. Und natürlich das große Ziel, das man als medizinischer Chemiker immer hat, ist die Entwicklung von Arzneistoffen. Und das hoffen wir zu erreichen im Rahmen dieses Pharmazentrums in Kooperation mit Pharmafirmen. Wir haben ja bereits bestehende Kooperationen, zum Beispiel mit Schwarz Pharma. Ich möchte nur einige wenige Beispiele von kleinen Molekülen Ihnen hier zeigen, die bei uns im Arbeitskreis entwickelt worden sind, und eigentlich nur auf eins mal eingehen. Das ist schon vor langer Zeit entwickelt worden. Das haben wir 1998 erstmals synthetisiert, MSX3. Das ist ein Adenosin-A2A-Rezeptor-Antagonist, der eine gute Wasserlöslichkeit aufweist. Das ist ein Prodrug, das wird im Körper dann hydrolysiert. Man kann es parenteral applizieren, man kann es auch direkt ins Gehirn applizieren und so Forschungsexperimente durchführen mit dieser Substanz. Sie sehen, dass es eine Substanz ist, mit der auch sehr viel geforscht wird. Das sind nur einige wenige, eine Auswahl von Publikationen, die unter Verwendung, unter Einsatz dieser Verbindung entstanden sind. Mit dieser Verbindung kann man sehr gut untersuchen, welchen Beitrag solche A2A-Antagonisten haben für die Behandlung von Symptomen der Parkinson'schen Erkrankung. Also solche A2A-Antagonisten werden zurzeit als Parkinson-Therapeutika entwickelt. Und mit dieser Substanz hat man hier sehr viele Beiträge auch geleistet, um zu beweisen, um zu zeigen, dass das funktioniert und welche Effekte diese Verbindungen haben und wo sie wirken. Also um nochmal einen Überblick zu geben, was leistet die medizinische Chemie. Wir sind von den Techniken her sehr breit aufgestellt und fokussieren uns dann thematisch auf bestimmte Targets, bestimmte Zielstrukturen. Also wichtig ist natürlich die Synthese, die organische Chemie als Grundlage. Dann die Testung. Wir testen unsere Wirkstoffe allerdings in sehr relativ einfachen Systemen, also nicht in diesen komplexen Systemen. Da sind wir dann wirklich darauf angewiesen, innerhalb des Pharmazentrums zum Beispiel Partner zu haben, die dann unsere Verbindungen auch in komplexeren Systemen untersuchen. Also wir testen sie am isolierten Target. Wir gehen auch zunehmend, wie gesagt, dazu über, Verbindungen zu entwickeln, die nicht nur ein Target adressieren, sondern die zwei oder mehr Targets inhibieren oder aktivieren. Die Molekularbiologie ist eine Querschnittswissenschaft, ohne die heutzutage auch niemand mehr auskommt. Also wir müssen diese Proteine, die wir dann als Targets untersuchen, auch exprimieren, führen Mutagenese-Studien durch, um den Bindungsmodus zum Beispiel genauer zu untersuchen, was wiederum dazu beiträgt, diese Verbindungen zu verbessern, zu optimieren.
Und wir suchen auch noch nach ganz neuen Targets mit molekularbiologischen Methoden. Wichtiger Punkt ist auch Molecular Modeling, also solche Modelle werden erstellt, um, wie gesagt, den Bindungsmodus zu untersuchen und zu untersuchen, wie man, wo hier noch vielleicht Platz ist, um eine funktionelle Gruppe anzubringen, damit das Molekül noch sehr viel besser bindet und eine größere Wirkstärke hat. Schließlich ist die Bioanalytik noch von großer Bedeutung für die Wirkstoffentwicklung. Wir untersuchen natürlich die Stabilität unserer Verbindungen, auch die Metabolisierung der Verbindungen. Das Ganze machen wir in vitro und wie gesagt bei Tierversuchen kooperieren wir. Ich möchte noch auf ein Projekt eingehen, was wir begonnen haben seit Gründung des Pharmazentrums oder mit der Gründung des Pharmazentrums. Und zwar etablieren wir zurzeit eine eigene Substanzbibliothek mit sowohl synthetischen Molekülen der verschiedenen Gruppen des Pharmazentrums und auch von Kooperationspartnern und auch mit Naturstoffen. Da möchte ich insbesondere auf die pharmazeutische Biologie verweisen, auf Frau Professorin König, die ja marine Naturstoffe isoliert und charakterisiert. Und wir versuchen hier eine umfangreiche Bibliothek anzulegen. Natürlich können wir nicht, wie Sie heute Morgen gehört haben, 2,5 Millionen Substanzen für 100 Millionen Euro sammeln, das geht nicht, das können wir nicht leisten. Wir haben eine kleine, aber feine Bibliothek, die auf bestimmte Targets auch fokussiert ist, also Teilbibliotheken, zum Beispiel unsere eigene, die Bibliothek meines Arbeitskreises, die Teilbibliothek, ist fokussiert auf purinerge Targets und das sind zum Teil sehr wertvolle Substanzen. Alle, die vielleicht im chemischen Bereich tätig waren, studiert haben, promoviert haben, werden das wissen, dass häufig nach Abschluss des Projektes, der Doktorarbeit, die Substanzen, die man mühsam in 3-4 Jahren synthetisiert hat, dass sie dann entsorgt werden häufig. Und das ist sehr, sehr schade, weil das ein Schatz ist und wir versuchen das jetzt nun gezielt zu archivieren, diese Substanzen zu sammeln, auch von Partnern aus anderen Universitäten diese Substanzen zu bekommen, zu sammeln und das professionell zu archivieren. Und auch natürlich die Lagerung muss entsprechend sein. Das Ganze wird professionell durchgeführt und wir haben hier auch Unterstützung durch Firmen. Wir haben bei verschiedenen Firmen freundlicherweise die Bibliotheken besichtigen können und die haben uns sehr viel Einblick gegeben. Wir haben große Firmen angeschaut, kleine Firmen und geschaut, was für uns am besten passt und uns das Beste dann zusammengesucht. Ja. Ja, wie gesagt, ich stehe hier nur pars pro toto. Also die medizinische Chemie besteht natürlich aus mehreren Arbeitskreisen. Herrn Kollegen Michael Gütschow, Herrn Kollegen Michael Wiese und Herrn Kollegen Gerd Benders. Und wie schon erwähnt, Frau Professorin König, die ein wichtiger Partner ist bei dem Aufbau der Substanzbibliothek. Und am allerwichtigsten sind natürlich die motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einige von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind heute hier. Und ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das Ganze gar nicht möglich gewesen. Die haben uns den Rücken freigehalten in den letzten Monaten. Seit Gründung des Pharmazentrums mussten auch die Mitarbeiter darunter etwas leiden, dass wir weniger Zeit für sie haben. Vielen Dank.